Back im Game. Ja, und oh, du bist schon im Spiel und wir starten gerade. Eben gerade wollten wir kurz nochmal an euch fette Props abgeben für jede Menge guter und schlechter Reifenwitze. Ah, da fällt er runter. Das habe ich extra nur gemacht für die ganzen guten Reifengags. Ja, wir haben eine sehr kreative Community. Ja. Und wir haben viel gelacht. Aber jetzt müssen wir wieder schlachten. Ja. So, Moment. Man könnte fast schon von einer Reifen-Community sprechen. Ja, das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Geht's, wo muss ich hier lang? Dadurch, okay. Immer alles schön angezeigt. Jetzt oh, irgendjemand ich, schaut ja. uns zu, das Gesetz, nämlich der schreibt, so lange reift mir. Das heißt, irgendjemand ist aus unserem Spiel gedacht. Im Spiel, vor allem okay. diese Skizze, das war der Reaper, ging nicht von so hart gehabt. Das heißt, der schaut uns wohl zu. Der ist dann. Ja, also haben es doch Leute geschafft, mit in den, auf den Server zu kommen. Das finde ich gut. Ja, und mein Charakter hier, den kennt ihr vielleicht schon, das ist der die Tracer, über die wir vorhin gesprochen haben, die mit ihrer lasziven Pose, die dann geändert wurde. Und sie kann was sehr Abgefahrenes. Ich versuche es gleich nochmal zu zeigen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon Bescheid, aber ich fand das immer sehr ungewöhnlich. Also, man kann natürlich dashen, das ist ja Standard. Und dann kann man aber auch E drücken und einfach in der Zeit zurückreisen. Also, wenn man getroffen wird, wenn Tracer mal... weiß ich nicht, einen Fehler gemacht hat, kann sie jederzeit zurückgehen. Das hätten wir alle gern. Ja, das hat sie geahnt. Ah, es ist toll, man kann auch so schön mit diesem Dash sich an den Gegnern vorbeischlängeln. Oh, okay, jetzt war die Muni leer. Oh, da sieht man jemanden, der ganz zuckelig hinter der Ecke steht. Na gut. Was machst du? Welchen Charakter hast du? Reaper. Was ist beim Reaper so besonders? Reaper ist wirklich gut, um sich hinter die Feinde zu teleportieren, was ich gerade überhaupt nicht wirklich schaffe. Und er kann halt eben über eine kurze Zeit sich sozusagen in einen schwebenden Geist verwandeln, der weder Schaden macht, aber auch noch Schaden bekommt. Reifen! Ah. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich wollte dir helfen, aber du warst ganz woanders. Und die Ulti ist so ein alles vernichtender 360 Grad. Mhm. Ich dachte, das gibt es nicht. Der Bastion wird schon zum zweiten Mal bei meinem Teleport. In dem Charakter habe ich auch tatsächlich immer noch meine größten Schwierigkeiten. Alter Schwede. Die verteidigen aber ganz gut. Oh. Manchmal kriegt man echt so einen Pfeil. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das ist nicht so. Läuft gerade nicht so. Nee, die Runde ist nicht so gut. Nein. Oh, ich habe eine Superbombe geworfen. Hoffentlich bringt die was. Muss man die zünden noch? Okay, die hat gar nichts gebracht. Hm. Da sind sie. Da ist irgendein Sniper. Der ist richtig gut. Ich glaube, das ist, ja, das ist die... Widowmaker an dem. Was ist das für ein Ding? Ne, der Junkrat aktiviert, aber der war auf jeden Fall ein Widow-Schuss. Also die Widowmaker nervt richtig. Die ist die ganze Zeit hinter dieser Säule. Okay. Oh, oh, Reifen, Reifen, weg, Reifen. So oh, lustig, wenn man den Reifen nur so. Ja, da ist er immer noch. Wir lecken gerade, oder zumindest meinen Reifen. Mann, nichts kriegt man hier hin. Das ist wirklich und schwer. Und in die Bombe rein, ey, ja. Ganz mieses Spiel, ganz mieses Spiel. Verlängerung!
Jetzt ist noch mal alles offen. Ja, nee. Dort war nichts, ne? Highlight des Spiels. Mit wem hattest du eben gespielt? Tracer. Siehst du, ich kann mir sogar schon die Namen merken. Ich kann mir keine Namen merken, aber die gehen. Ich mag sie, aber ich finde noch nicht, dass sie für mich... Okay. Ja, da bin ich reingerannt. Genau, das war ja, mein... Ja, das ist auch ganz gemein von oben, das Ding, oder? Rook. Rook kriegt von mir was. Ja. Komm, einen noch. Rook ist einer von uns, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Zuschauer. Der hat uns ja auch eingeladen. Das ist der. Ja, also ich fand sie cool, aber man muss sehr schnell reagieren, wenn man zwar getroffen wird, muss man sehr schnell die Zeit zurückdrehen und wenn man tödlich getroffen wird, bringt das gar nichts, habe ich gemerkt. Dann kann man die Zeit nicht mehr... Okay, was noch? Ich wollte mir eben eine Lootbox öffnen. Der? Okay. Was Gutes habe ich jetzt gesehen, man kann auch, wenn man dann so ein Match verlässt, das als Gruppe fangen. Also ich habe jetzt praktisch einfach mitgenommen. Ja, und der Rook ist jetzt wieder allein, ne? Hat uns extra eingeladen. Trommelfeuer, neues Highlight-Intro. Nicht schlecht. Cool. Ja, okay, das finde ich doch ganz nett, die Sachen, die man da findet. So. Ja, also ich denke mal, für den Videospiel-Sammler waren ist da gut gesorgt an Skins, diese Sprays, Emotes, alles Mögliche, was man in so ein Spiel in Kleinigkeiten als kleine Belohnung reinpacken kann. Ja, ich nehme auch lieber einen ganzen Skin als nur so Rüstungsteile. Die ist ja oft bei Doom oder Halo immer so kleine. Hier, ja. Schulterplatte. Ach, mir viel zu aufwendig, das alles zusammenzustecken. Lieber ein komplettes Outfit und dann kann man sich irgendwie auch als Grafiker, finde ich, mehr austoben, weil man eben nicht darauf aufpassen muss, dass das alles passt zueinander. Vor allem es gibt sehr schöne, auch witzige Skins. Ja, das meine ich, ja. So ein bisschen Humor passt ja gut hier in das Spiel eh rein. Jetzt nehme ich mal den Senyata. Den habe ich noch nie gehabt. Ah, den hattest du auch schon vorhin, dann merke ich gerade. Alles Gute kommt von oben. Mit der Stimme von Dr. Manhattan, wenn ich das richtig gehört habe. Was sehr passend wäre. Was kann der noch? E? Gar nichts. Das mit E? Ying Yang. Aber E ist was? Praktisch, wenn du deinen Gegner anvisierst, schießt du eine lilane Kugel, die den praktischen Down-Buff gibt. Also ich glaube, dann minus 25% oder mehr. Alle anderen machen 25% mehr Schaden. Ich verstehe gerade, ja. Und mit, okay. Mit Shift machst du praktisch diese Heilungskugel auf den anderen. Genau so, eine. Ja, super. Okay, ich raff's. Ja, okay, oben beim Raketenwerfer ist eine gute Idee. Na! Ah. Widrigkeit. Hast du das Schwein gehabt? Stoß zur Veränderung. Oh. Aha. Okay, das kann man nicht halten. Ich spiele nicht mehr nach den Regeln. Oh. Oh Mann, jetzt noch irgendwie so ein Medipack. Ist nicht in Stein gemeißelt. Schieb den zurück. Schildbarriere. Oh, da kommt sie um die Ecke gestülpst. Ah, oh, war zu spät. Ja, aber es läuft ganz gut. Ah, gut, meine Ulti ist ready. Also ich will ein bisschen den wilden Berserker machen. Ah.
Und von der Map geputzt. Und noch ein von der Map geputzt. Es scheint, dass ich kurz die Kontrolle verloren habe. Das wird uns beschützen. Ha, ich hab Rook eliminiert. Endlich mal. Nein, oh, ich wollte noch weg, aber. Der Reinhard könnte mir auch gefallen, aber da habe ich mich irgendwie noch nicht so rangetraut. Ist dieser Ritter, oder? Genau, richtig. Ja. Ja, halt ein typischer Nahkämpfler. Der halt aber auch so ein relativ großes Schild hat, ne? Wo du Leute hinter verstecken kannst. Ja. Was ist eigentlich hier? Okay, ich werde es gleich ausprobieren. Und zwar werde ich gleich Q drücken. Damit bist du unbesiegbar und du heilst alle anderen in deinem... Das gefällt mir sehr gut. Unbesiegbar und alle heilen. Das ist ja das Beste aus allen Welten. Da gehe ich gleich mal ran. Spürt die Hand. Oh, ich kann aber gar nichts machen. Ich kann niemanden töten, ich kann nur heilen. Boah. Komm, lass mich weg. Das hättest du mir aber schon sagen können, dass ich nicht... Weil ich schießen kann, oder was? Ja, das finde ich eine relevante Information. Da hast du wahrscheinlich recht. Okay. Wieder großartig. Oh was, ich habe doch eben die Heilung genommen. Der zieht ganz schön was ab. Meine Güte. Einfach weggeplotzt. Greife wieder an. Ja, aber das halten wir gut, glaube ich, gerade. Ach verdammt, ich wollte hier eine... Ah, egal. Heilkugel. Alles Gute, ich hab den Visier. Oh, zu viele. Zu viele. Ah, okay, alles klar. Hoch damit und raus mit ihm. Ich muss einfach raffen, dass ich kein Angriff bin. Ich bin Heiler. Ich will die ganze Zeit kämpfen, aber ich darf das eigentlich gar nicht. Nicht in Stein gemeißelt. Oh, was? Ich zünde die und bin gerade... Ach, das gibt es nicht. Okay, diesmal. Tracer hier! Jetzt aber. Der Kreislauf beginnt von vorn. Oh, da haben die mich sogar aus meiner Ulti rausgeholt. Ich hab dich im Visier. Das ist eindeutig nicht meine. Okay. Das ist sowas von nicht mein Held. Ich hab dich im Visier. Der Kreislauf beginnt von vorn. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Oh, okay, im direkten Nahkampf gegen Soldier komme ich nicht durch. Das ist schon mal eine gute... Kommt heraus und schnell durch! Ist immer gut zu wissen, wie viel man gegen bestimmte Helden aushält und wie weit man sich dann in den Zweikampf mit denen verwickeln kann. Oh, okay. Schiebt ihn wieder zurück hier. Na. Ja, aber der Reinhard hält nicht viel aus, habe ich das Gefühl. Er war gerade schnell tot. Aber ja, wenn er zuhaut. Ich werde niemals aufgeben. So. Stampf, stampf, stampf. Stampf, 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 stampf. Fest in Griff!
Er fragt sich, von wo er angegriffen wird, und ich stehe hinter ihm, aber der Reaper hat mich gehabt. Schade, das wäre witzig gewesen. Ja, dumm von mir. Dumm. Oh, die Drachen gehen durch den Schild durch. Ich stürze mich wieder ins Getümmel. Ach, das habe ich ja auch. Manchmal laufen mich. Oh, Mist. Da kam ich auch nicht weg. Den hole ich mir jetzt. Jawohl. Ja. Nice. Deutsche Wertarbeit. Okay. Noch 30 Sekunden. Lass bloß nicht die Nerven verlieren. Nicht mit uns, nicht mit Jungs. Dies reicht gerade noch, um einmal Q zu drücken. Aber viel kann man hier nicht machen. Das könnte reichen, wenn wir jetzt in die Verlängerung gehen. Nee. Sogar mit noch den Reaper aus der Ulti geholt. Ach, wir haben gewonnen, okay. Ja, immerhin. Jetzt müssen wir gleich das Ding schieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ganz schön anstrengend auf Dauer. Das fordert den Geist so sehr, weil man irgendwie so schnell reagieren muss. Dadurch wird man dann irgendwann so ein bisschen... Aber mit der kann ich auch überhaupt nicht spielen, dieses schnelle Hin und Her. Aber hier macht es gar nicht. Die nutzt. Also. Oh. Warum haben die alle schon so viele Punkte? Ach, das ist ja verursachte Schaden. Ja, 13.000, aber 13.000 geblockt hat der Reinhard von denen. Von ja, Stieglitz. Aber blocken ist, finde ich, auch nicht so. Also halte ich von allem fern und drücke rechte Maustaste. Du meinst mit dem Reinhard? Ja. Das war einfach, aber man will natürlich dann doch nach vorne. Im besten Fall ist es sogar so, weil wir natürlich alle anderen können von hinten durchschießen, wenn du dich dann praktisch vor oder auf das Cargo stellst. Ja, es wäre auch noch besser gewesen bei mir, wenn nicht diese Schlangen gekommen wären, die Lindwürmer, die Drachen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Na, ich glaube, ich nehme mal Genji. Den hatte ich nämlich auch noch nicht. Spiele ich vielleicht schön Nahkampf. Ja, schnell rein und... Okay, komm, ich probier mal den Zwergenmann. Ja, mit dem habe ich viel Spaß in der Beta gehabt. Ein paar Geschütze bauen. Solange da keine Paywall kommt, ist doch alles gut, schreibt Blur Twitch. Also nö, das klingt alles viel positiver, als ich noch in der Beta gespielt habe. Also bist du angefixt, würdest du auch sagen? Ja, tatsächlich, im Ernst, ich bin niemand, der sowas, jetzt sage ich, wirklich 3 Stunden am Stück spielen kann, weil ich werde einfach müde dadurch und dann verliere ich so Konzentration, dann werde ich schlechter und dann werde ich wütend. Das ist der normale Kreislauf. Das wäre ein perfektes Spiel, was ich... Ja, ey, hast du Bock heute Abend? Ja klar, wie immer, 11 Uhr, wenn ich von der Arbeit heimkomme, spielen wir nur eine Stunde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja einen Key bekommen, insofern werde ich, sobald ich einen Rechner habe, auch da am Start sein. Also ich krieg wohl von Predator, einen Rechner. Was nice. Ja, also natürlich nice, klar, ich will aber auch gar keine Sonderrechte, aber ich habe gar nichts zum Spielen. Ich müsste einen dieser Rechner nehmen und wir alle wissen, was dann passiert, wenn ich die Rechner hier anfasse. Soll ich mal deinen Rechner anfassen? Nein, nicht solange wir noch spielen. Ja, ich habe die Power nicht aktiviert, deswegen. 5, 4, 3, 2, 1. Angriff beginnt. Ah, okay, klar, Mann. Ninja-Stern gegen einen 2-Tonnen-Hammer. Da hat er gelacht. Ah, E ist also hier abprallen. Oh Gott, okay, man muss mit dem Ninja aber wirklich vorsichtig sein.
Die ersten Male sind immer hartes Training. Die ersten Tode. Wo ist denn mein Schwert? Habe ich denn nicht ein Schwert? Wo ist denn mein Schwert? Oh, sorry. Da kam das Geräusch her, okay. Wie der Falke, der den Vogel schlägt. Wie war denn Rüstung noch? Da hat er mich noch gesehen. Läuft er dran vorbei, das ist. Ach, du schleicht er so. Ja. Doof. Komm bei. Jawohl. Oh, ich hab so einen Wirbel, den ich mal ausprobieren. Aufsammeln und dann Rüstung schmeißen. Schwertwirbel! Schwertwirbel beendet. Oh Mann, wie viele sind denn da? Ich werde es nie schaffen, irgendeinen Ultra anzubringen. Ja, das ist vor allem auch ein Nahkampf-Ulti, ne? Du ziehst dein Schwert und dann am besten mit diesem Sprint nochmal reingehen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Oh, ich habe deine Rüstung aufgesammelt. Danke. Ja. Dann lass uns dieses Baby mal in Fahrt bringen. Schnell! Jetzt wird's massiv. Die Wacht bei den Checkpoint erreicht. Ja, auf das Geschütz drauf. Ich stehe doch hinter dir, Reinhard, nicht rumzappeln. Hör auf, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Da denkt man, man ist in Sicherheit. Da wird man so fallen gelassen. Mein Geschütz! An dir kommt keiner vorbei! Reicht das so? Nee. Angegriffen. Okay, die stehen da alle und wissen auf jeden Fall, dass ich hier. Einer, Eddie!
Ja, endlich, er macht den Ultra. Da haben wir alle drauf gewartet. Ist vorbei. Der Ultra hat nichts gemacht. Oh Mann. Scheißen Dreck. Ah, die Geschütze, das würde ich auch gerne wieder bauen. Ja, aber gegen Bestien wird's dann. Ja. So eine bessere Position. Ich und ich sind fertig. Wie steht's mit euch? Bin fertig geboren. Nein, die Tür schließt sich. Ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Oh nein. Bestien Ulti die Köpfe einziehen. Oh, der hat mich erwischt, sehe ich gerade. Ich bin bereit. Mann! Ich will doch auch mal Maumer schnetzeln mit dem langen Messerchen. Oh. Wie hat er mich denn gesehen? Ach gut, er hat gecheckt. Alles klar. Was für ein gewiefter Spieler. Okay, 1-6. Oh, das gibt es nicht. Schlechtester Aim ever. Haha, cool. Diese Paradedisziplin ist ja der Hammer. Also ja. dieses mit dem Schwert. Ich meine, bringt vielleicht gar nicht so viel, aber sieht wahnsinnig cool aus. Ja, doch schon, weil komplett die ganze Munition im besten Winkel dann nach hinten wieder gespielt wird. Ja, okay. Fabian cool ist überhaupt nicht cool. Der schießt nämlich... Die Stunde hat geschlagen. Okay, nee, es war ein ganz guter Schuss. Die Zeit rennt uns davon. Das gibt es nicht! Schlecht. Niederlage! Also. Sie waren Dingens besonders bauen, scheiße. Ja, schießen. Ist nicht so. So, wir haben noch. Ein letztes Match, wenn ich das richtig sehe, 17:22, also nur noch 8 Minuten, das ist ungefähr eine Dauer, oder? Kommt ungefähr hin? Ja. Und was wollen wir dafür machen? Was soll das letzte Match sein? Überraschung. Wollen wir nochmal zusammen irgendwas machen? Klar. Nee, ja. Es geht doch nicht anders, du nicht, als ob wir eine Wahl hätten. Ja, nee, aber so richtig so, der eine heilt, ach so. Der andere killt, ein dritter, den haben wir nicht. Einen dritten haben wir nicht. Was möchtest du denn gerne spielen? Also entweder du machst dicke Action und ich heil dich. Kann ich ausprobieren. Ja, spiel du doch. Oder wir spielen beide Soldat und versuchen uns zusammenzuhalten. Das kann ich mir auch spiel vorstellen. Du doch ruhig nochmal mit der Pharah, wo du vorhin den geilen Kill gemacht hast. Und ich spiel nochmal den Zenyatta und versuche dich ein bisschen zu heilen. Wer ist Zenyatta nochmal? Der Heiler? Mit den Kugeln. Oh, okay. Ja, aber du kannst, ich meine, ich will dir jetzt nicht den langweiligen Job geben. Ich dachte dass wir uns irgendwie... Ach so. Oh, und dann auch noch die schöne Map zum Schloss nochmal. Ja. Hanamura ist ein schöner. Schöner Ort. Kurz mal gucken. Pharah? Ja, oder? Ja. Okay. Ist gebonkt und gewählt. Wir machen uns bereit für den allerletzten Match. Das allerletzte Match. Ist hier bewusst, wie viele Matches wir heute hatten? Das waren richtig viele. Ja.
Das waren jetzt. Ich könnte immer noch weiterspielen. Also ich bin ermüdet, aber das nicht wegen dem Spiel. Nee. Aber du hast schon recht, man könnte theoretisch weiterspielen. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie fit man gerade ist. Und vor allem, ich bin im Levels relativ schnell. Guck mal, 7 und 9, ich bin bei 0 angefangen. Du warst, glaube ich, auch irgendwo bei Level 2 oder so. Ja, ich habe ein paar Level auf jeden Fall. Habe ich gerockt. Aber man kriegt ja, wie du schon gesagt hast, für alles irgendwelche Punkte. Ja. Das war einer schon große, die Arcade-Automaten, wenn du die kannst du dir hier mal näher angucken. Die sind echt super, die hier rumstehen. Na gut, noch haben wir Zeit. Oh, können wir die kurz mal zeigen? Die sind echt lustig. Das hier richtig mit Liebe. Vivi's Adventure. Metal Gear, King of Fighters. Bonk? Ach ja, nee, das ja. Weiß ich nicht. Lost Vikings, na gut, keine Ahnung, was das sein soll. Das ist schon irgendwie cool. Metal Slug. Wie steht's denn? Danke. Das gefällt mir sehr gut. Das ist super. Arkanoid in 3D. Und Hologramm. Oh, okay. Genug geguckt. So, da bist du. Okay, auch erstmal wieder hier dran gewöhnen. Das war, weiß ich nicht mehr. Oh, da ist einer direkt hinter uns. Der Revolvermann. Oh, der macht sie gerade alle fertig. Alter, auf jeden. Krass. Mhm. Fabian cool. Das war Fabian cool. Ah. In den Rücken schießen. Nicht cool. Gutes Aim, ey. Kannst du mal aufhören, den Feind zu loben? Das war sehr schlecht. Ich hätte das auch machen können, aber sowas mache ich nicht aus Prinzip. Ach ja, wir wollten ja, habe ich ganz vergessen, wir wollten ja wirklich zusammenspielen. Ich könnte hier stehen und einfach mal so ein bisschen durch die Lücken ballern, aber ich nehme an, denselben Trick werden die auch anwenden. Okay. Jetzt sind sie ein bisschen zurück. Boah, pass auf, ein Sniper ist links. Deswegen bleibe ich schon rechts immer. Nee, der ist genau, wenn du jetzt dich nach links drehen würdest, ist der genau. Genau hier, ja, aber ja. Da gucke ich nicht hin. Ich will einfach nur, ich versuche die anderen von da hinten abzuhalten, aber das klappt auch nicht. Da kommt der cool, Fabian cool, eliminiert. Das ist bestimmt Fabian Döhler. Ach Gott, das könnte wirklich sein. Aber der würde sich dann irgendwie Fabian Döhler nennen, oder? Okay. Ah, stimmt, ich habe ja auch noch den Treibstoff. Erstmal wieder reinkommen. Es ist echt, jedes Mal wieder braucht man ein paar Minuten und dann ist das Match auch schon vorbei. Nein! Wieso konnte ich diese komische Sphäre nicht abschießen? Über das Dach gefallen. Kacke. Fabian, cool! Oh. Der macht das Spiel ganz alleine, ne? Der macht das Spiel ganz alleine. It's so cool. Ja, auch, man fühlt sich so dumm, wenn man denselben wirklich 3 oder 4 Mal in einem Teamspiel am Stück vor die Revolver läuft. Okay, zusammenreißen. Na, immerhin, habe ich einen erwischt. Das passiert mir nicht nochmal. Halte ich das noch? Ich bin tot. Nee, den anderen, nee, leider nicht. Achso, ja, aber es hätte. Ja, das mit dem Teamspiel hat leider nicht so ganz geklappt. Liegt wohl auch an mir, weil ich dann eben. Mir fehlt dann noch so ein bisschen das Auge für. Aber ich kann diese Kugel nicht mehr durch das Schild machen, das ist. Okay, komm, wir greifen an. Da ist schon der Duxo, ist schon da. So. Okay. Irgendwie
Menschen hinter dir. Ach du. Nur. Nein, die Zeit ist nicht um. Die Zeit kann nicht zu Ende sein. Können wir noch einmal ganz kurz? Aber da sind meine ganzen... Okay, es war super, tschüss. Da sind meine ganzen Kills hin. Jetzt kommen sie. Aber ist ja noch gar nicht. Warum ist jetzt hier...